Ja, und damit moin moin und servus meine sehr ehrigen Buben. Wir sind wieder hier in Among Us auf der Nintendo Switch und ich darf wieder mal nicht Imposter sein. Das ist unglaublich, oder? Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der in dieser Woche Among Us spielen noch kein Imposter gewesen ist. Ja gut, ich habe jetzt auch nicht so viel gespielt. Jedenfalls nicht so viel wie im Dezember, wenn ich das mit der Dezemberwoche vergleiche, aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Ja, also irgendwie, egal in welche Runde ich reingehe, ich bin jedes Mal, ja, zu einer 10% Chance, die es ja gibt, keine Poster geworden. Ja, jeder hier in diesem Raum hat die Chance, zu 10% Imposter in Among Us zu werden. Und ich habe so das Gefühl, ich habe eine von 0%. Naja gut, es wird trotzdem jedenfalls sehr wild. Wir werden schauen, dass wir diesen, naja, ich sage mal kurz, Fall aufklären. Ja, es wird auf Cyan gestimmt. Und wenn ich so diesen Namen sehe, Girl, Baby, weißt du, das sind auch generell, also diese Namen der ganzen Räume hier in Among Us sind richtig komisch. Also irgendwie, da war eben ein Raum, der war Horny, der hieß Horny. Und ich glaube, der Raum, in den ich jetzt gerade reingegangen bin, der hat halt diese Zahlenkombi, 4641, also sein Name, aber manche machen es sich zur Aufgabe, diese Räume nach irgendwelchen utopischen Szenarien zu benennen, wie zum Beispiel Horny oder Girl oder sowas in der Art. So in der Hoffnung, da kommen dann die Jungs rein, die dann nach dem Girl an der Nase rumtanzen. Also, kann man sich nicht ausdenken. So, jetzt wird hier gesagt Orange, ja. Black killed Orange. Okay, da gehe ich auf Orange. Gut, das war auf jeden Fall eindeutig, aber nicht eindeutig genug. Denn das war 3 unentschieden, aber trotzdem ist er rausgeflogen. Wieso ist jetzt ausgerechnet er rausgeflogen? Mashallah, ich habe ihm vertraut, der das geschrieben hat. War das Cyan? Ich glaube schon. Ja, Mann, ich habe rote Farbe. Ich wollte nämlich gerade schauen. Wir nehmen uns mal eine andere, ja, und zwar jetzt Klopapier. Es wird Zeit. Nutzen einige. Für 641 nutzt ebenfalls das Klopapier. Aber ich sage mal so, zu den jetzigen Zeiten von Corona ist in den Supermärkten ja von Klopapier gar nichts mehr zu finden. Ich war gestern einkaufen gewesen. Und ja gut, so schlimm wie im März letzten Jahres, April letzten Jahres war das jetzt nicht. Ne? Also ich hab bekommen, keine Sorge, ja. Das war nicht das Problem. Aber, keine Ahnung, es war auf jeden Fall, ich glaube, die Ruhe vor dem Sturm. Einige Regale waren leergeräumt. Das Klopapier, für das ich mich entschieden hatte, da gab es noch einige Exemplare von. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, da braut sich wieder was zusammen. Wobei ich mir aber eigentlich denke, so eigentlich, ja, die Leute müssten doch jetzt eigentlich mal gecheckt haben, dass man das nicht auf Vorrat kaufen brauchen müsste. Aber einige machen es da trotzdem. Und wenn ich auf Vorrat kaufe, meine ich jetzt nicht so eine. Oder, sagen wir mal, zwei, wenn du einen großen Haushalt hast, ja. Solche Leute werden es niemals verstehen, dass man auch mit einer Packung auskommt, ja. Ich als Einzelperson soll ich euch mal sagen, wie lange ich mit einer Packung an, sagen wir mal, 10 Rollen, 12 Rollen Klopapier, wie lange ich daran sitze, um die aufzubrauchen, aber komplett, ich sage mal so viel. Jetzt sind auf jeden Fall, ich würde sagen, einmal pro Quartal mache ich so eine Packung leer. Ich bin ja auch alleine, was soll ich euch sagen, ne? Aber trotzdem, so wollte ich mal kurz erwähnt haben. So, was ist jetzt hier los? Wer ist es gewesen? Wobei ich mich aber auch echt frage, so dass, ich weiß nicht. Ich stimme auf den, weil er hat Emergency Meeting gemacht. Also raus mit dir, Broderius. Warum macht er sonst die Abstimmung? Ich weiß es nicht. Ach so, okay, wird dann aber auch als unentschieden gezählt. Sehr komisch, wie das hier bewertet wird, oder? Eben war es 2-2-2, aber der Imposter ist trotzdem rausgeflogen. Warum er sich jetzt für den entschieden hat, obwohl doch eigentlich Gleichstand war. So, jeder, für den gewählt worden ist, hatte 2 Stimmen. Wie kann das sein? Fragen über Fragen. Das kann mir keiner sagen. Habe ich es wohl geschafft. Ehre geht raus. Ja, wir machen auf Rosa natürlich ein bisschen Auge. Ganz klare Angelegenheit.
Ah ja, der macht Fake-Aufgabe, glaube ich. Der macht eine Fake-Aufgabe. Ich glaube, dass Rosa eine Fake-Aufgabe macht. Die stellt sich nicht richtig zu dem Aufgabenbereich. Ich sollte jetzt am besten wirklich aufpassen. Ich gehe mal hier hin. Das ist mir zu kritisch da oben. Ja, aber das ist... Ich weiß nicht. Das sind so die Real-Life-Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten Tagen. Klopapier, dies, das, ja. Das ist echt schlimm. Aha, warum rennst du weg? Hast du bestimmt noch jemanden gekillt, oder? Nein. Sehr strange. Sehr strange. War Schwarz in diesem Raum drin? In Electric? War Schwarz... Ne, Schwarz war ja da nicht drin. Wir waren ja auch gerade in Electric. Da war nix. Aber ich überlege, ob er vielleicht eben noch hier reingelaufen ist. Ja, weil Charlie, also Rosa, benimmt sich ja irgendwo ein bisschen strange, ne? Ah ja, alles klar. Wer hat den Raum jetzt verlassen? Rosa war aber innocent auf jeden Fall. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Da hatte ich unbegründete Angst gehabt. Man kennt den Aal. Brüder, es ist eine unglaubliche Angelegenheit passiert. Mr. Cheese ist in diesem Raum. Ich weiß nicht, ist das ein Influencer? Oder... Hä? Miese Drecksau, hat das Spiel verlassen. Kann es sein, dass Mr. Cheese ein Prominenter ist? Ein Influencer, ein YouTuber, ein Twitch-Streamer oder so? Der auch Among Us macht? Und der jetzt hier drin war, den gefaked hat? So, gibt es diese Möglichkeit? Ich kenne Mr. Cheese nicht, aber ich habe schon öfters von ihm erzählt. Ja, von seinen lebenden Legenden. Und auch ebenfalls von seinem Legendenstatus. Ja, dass er immer so gut wie abends in die Räume reinkommt. Jetzt gerade haben wir natürlich nicht abends, es ist, sagen wir mal früher am Nachmittage, ja. Und da kommt ihr schon hier reingestürmt. Ja, eine wirklich sehr hohe Prominenz hier. Mr. Cheese, der mit seinem Haustier flext. Auf der Switch wird der Bruder wahrscheinlich nicht spielen. Man kennt's. So, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Ich hoffe, dass jetzt irgendwie einer nicht weggelaufen ist. Er macht aber jetzt eh nichts mehr, ne? Mit der Leiche, die gefunden worden ist und so. Ja, aber ich weiß es nicht. Dieser Raum ist total komisch. Nochmal ja, auf die Umfragen. 2-2-2, wer fliegt raus in der ersten Runde? Orange. Ich komme nicht klar. Ja, Yellow wurde gekillt. Das haben wir auch selbst festgestellt, Bruder. Ich muss das hier einmal ganz kurz aufgreifen, Brüders. Cyan war schon sehr schnell dabei herauszufinden, wer der Imposter sein könnte. Ja, hat hier Black geschrieben und dann alle so, okay Black, okay Black, ja okay. Und dann schreibt Cyan einfach sowas, wo man sich denkt, willst du mich jetzt verarschen so? Willst du jetzt damit, also Bruder, warum schreibst du das noch dazu, dass du es nicht bist? Ich gehe auf Baby Girl. Girl Baby. Gucken, na, ob das nicht diese umgekehrte Psychologie mäßig ist, von wegen. Ja, weiß ich nicht. Von wegen, ja, der war's. Aber ich bin's nicht gewesen, so. Ja, und genau das Gefühl habe ich jetzt nämlich. Genau das. Oh, wobei. Wir sind nur noch zu dritt, oder? Ach du heilige Scheiße. Nee, Girl Baby ist auch noch da. Dann wird es Girl Baby sein. Ganz klare Sache. Oder nicht? Also was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Gerade dieses Not Me. Komm schon, Alter. Also offensichtlicher kann man es doch den Leuten nicht machen. Na klar. Ich glaube, ich habe jetzt auch so langsam hier diese Karte erkannt. Zeigt nämlich an, wo überall im Raum oder in welchen Räumen sich Leute aufhalten. Das heißt, hier irgendwo müsste auch noch einer sein, oder? Oder nicht? Hä, wieso war da gerade eben ein Symbol für Cafeteria, wenn da keiner war? Komisch. Sehr komisch. Ich krieg da gerade echt ein bisschen Panik, wenn ich die hier so stehen sehe, ne? Vor allem, wie dunkel es hier drin geworden ist, Mann. Lieber ein paar Mal mehr Auge machen als zu wenig.
Gleich stirbt hier einer, ich sag euch das. Ja, gleich ist hier einer am Liegen. Und es wird nicht... Ja, wobei. Girlbaby scheint doch innocent zu sein, weil ich glaube, dass sie gerade hier diese Aufgabe gemacht hat. Ich vertraue ihr. Weil eben war es doch dunkel und dann kam ich in Electric rein. Und sie stand an diesem Schalter, ja, vor diesem Kasten, vor diesem Elektrokasten. Und dann wurde es auf einmal heller, als sie gegangen ist. Also sie ist innocent. Da bin ich mir sehr sicher. Und er sagt, dass es Green gewesen ist. Vented, I saw him. Ah ja. Okay, ich würde trotzdem sagen, wir stimmen jetzt einheitlich für Grün. Weil Grün, der Pisser, hat für mich gestimmt. Das kann ja wohl gar nicht sein. Na, dementsprechend... Ach, ihr dummen Idioten. Hätte ich jetzt da irgendwas schreiben müssen oder so? Also ich sag mal ganz ehrlich, was hätte ich jetzt darauf erwidern sollen, weißt du, was ich meine? Also irgendwo muss man schon selbst davon ausgehen, dass die Leute selber auf den Trichter kommen, ne? So, und jetzt würde ich ganz gerne, dass ihr einmal auf den Emergency-Button drückt und dann ist die Sache erledigt. Grün ist das safe, warum, ne? Also jetzt gerade hat man auch gemerkt, wenn Grün auf Rot geht, so, und sagt, Rot war es oder Rot ist es, dabei bin ich innocent, muss man doch eigentlich dann in der nächsten Instanz sagen, okay, Grün, du hast gesagt, Rot war es nicht, du bist es. Hauen Sie rein. Und jetzt wird meinem Wunsch endlich, ja, Folge zuteil und er wird Realität. Ehre. Und wie man sieht, wie ich gesagt habe, Grün war es natürlich, ne? Klare Angelegenheit, oder? Wir werden sehen, ob er es war. Ja, er war es, okay. Puh, ich habe mich schon so auf diese drei Abstimmungen verlassen, dass er es gewesen ist. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, so, okay, was, wenn er es vielleicht doch nicht gewesen ist. Oder wenn er vielleicht so eine Fehlabstimmung gemacht hat. Aber das passiert halt. Und er ist trotzdem innocent. Was wäre dann? Glücklicherweise war es nicht so. Scheiß drauf. Wir haben wieder mal den Raum komplett mit meiner Hilfe bezwungen. Ja. Ich habe den Hashtag Weg geebnet. Und dementsprechend würde ich sagen, beende ich hier diese ehrenhafte Ausgabe. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank, meine Bros. Und abonniert hier rein für mehr. Ich denke, die Airship Map kann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es wird wirklich Zeit und die Entwickler haben auch schon gesagt, um mal ganz kurz darüber zu reden. Ja, die Entwickler, man hört sie in letzter Zeit immer wieder auf Twitter schreien, yo, wir tun so gut wir können, working our hardest, ja, wir arbeiten so hart wie wir können. Bisschen Geduld. Und das hat sich ja auch schon im letzten Video angesprochen, na, dass wir abwarten müssen auf das, was kommt. Und die Airship Map wird auf jeden Fall das nächste Große sein, was uns erwarten wird. Hoffen wir, dass es bald passiert. Weil irgendwann ist die Geduld auch vorbei. Das kennt ihr das? Oder habt ihr das vielleicht auch von Fall Guys irgendwie so in der Form in Erinnerung? Dass Fall Guys den Hype hatte und dann todeslang nichts gemacht hat. Ich meine, gut, Among Us ist noch eine Stufe rübergegangen, weil sie haben ihr Spiel auf andere Plattformen portiert. Switch-Version, ja, im Dezember. Jetzt in den nächsten Monaten Xbox-Konsolen-Support. Und das ist ja etwas, das würde Fall Guys niemals geschissen bekommen. Und wann war Fall Guys nochmal im Hype? Wann war das? Das war im August, September. Ungefähr um den Dreh rum. Ja, also kann man schon natürlich sehen, dass... Wenn, auch wenn man sagen muss, Among Us lässt sich so als Spiel relativ viel Zeit, wenn es um Updates geht, aber auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, trotzdem haben sie immer noch mehr gemacht, als das, was die Fall Guys Entwickler da versucht haben, auf die Beine zu stellen. Das ist ja komplett gescheitert. Also in dem Sinne F. In die Comments, meine Fräuleins. Und tschüss.